Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World mit der Antononia. Hallo. Wir sind in der Blumenwelt und wir haben jetzt länger nicht aufgenommen, ein paar Tage. Und los geht's mit dem Zirkus. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist die Welt wieder schwer. Die letzte waren einfach nur Remakes, aber jetzt nicht unbedingt schwer. Auf die Kamera zu... Okay. So Leute. Bedecken. Strom an, Manege, frei. Warum leckt's? Ha, siehst du? Siehst du? Zurücklaufen? Dafür zack. Hat es sich gelohnt, dieses eine Mal. Chill. Uff, okay. Stampfattacke, Stampfattacke müssen wir machen. Skurr. Okay. Ja, erster Stern. Ziemlich spät im Level, aber okay. Hier würde ich die Opfer killen. Oh, oh. Ah, das sind richtige Opfer, ne? So wie so kleine Opferkinder sind. Also. Oh, woher weiß man denn, in welche Richtung die rutschen werden? Ja, gar nicht. Du musst einfach. Ich seh nix. Ja, warte, ich komm. Du siehst nix, ich seh nix wie Lenix. Lenix? Ab! Ey, die. Kann man kontrollieren, ob sie. Gott sei Dank kommentiert sie nicht mehr. Ja, nee, wird sie nicht schauen. Kannst du bitte da mal gucken, ob da was drin ist? Ja. Wenn die Lenix das hier schaut, schreib in die Kommentare, ich bin der King. Oder schreib also sie dann du jetzt. Oder? Wie? Ja, ich natürlich, logisch. Also, dass ich der King bin, nicht, dass sie der King ist, weil das wäre falsch. Geh erstmal killen. Noch nicht in den Ring. Noch nicht in den Ring, Antonia. Du bist noch nicht bereit für den Boxkampf. Geh noch nicht in den Ring. Geh noch nicht, noch nicht. Erstmal die killen da rechts. Weil die werden uns blockieren auf dem Weg. Du gesagt, du willst das Nashorn boxen. Okay, jetzt komm mit, komm mit. Ja, ja. Das Test oder was? Ach, ich dachte, ich soll mit dem Tod kommen. Eins. Okay. Ja! Sammel die rechts ein da. Da? Hallo. Ach so. Schnell. Einfach Tacke. Oh, schnell. Hoch da. Ich hatte den doch. Unglaublich. Alter, du bist dran vorbei. Du bist vorbei. Digga, ich war rechts. Du hast ihn ja nicht gesammelt da rechts. So, nochmal. Ich lasse es einfach mal drin. Noch ist nichts weg. Ich habe gemerkt, wenn wir aufnehmen, Schreibattacke muss man. Die Aufnahmen bei uns gehen immer so 30 Minuten mindestens. Aber nachdem jetzt in den letzten Folgen ich so viel rausgeschnitten habe, so, keine Ahnung, wenn wir Level schon gemacht haben, nur noch einen Stern holen. Dass dann die Folgen immer nur, ja, nicht mal 20 Minuten teilweise sind. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall so 40, 45 Minuten aufnehmen, damit das. Weil ich will eigentlich eine halbe Stunde, aber irgendwie die letzten Male war es nie eine halbe Stunde. Das macht mich aggressiv. Das wollte ich nicht. Kacke. Egal. Egal, ich habe noch einen Tanuki. Ich habe einen Tanuko. Und hier bekommen wir eh die OP-Katze. Nice. Aber es ist Game Over. Okay, nice. Nice! Nice! Geil! So, hochgehen, Rosa Lilo. Rosa Lala. Oh, das wollte ich nicht aktivieren. Okay. So, jetzt zeige ich mal, wie das geht. So, zack. Weg damit. Hoch. Das ist aber echt knapp bemessen, ne? Uiuiui. Ja. Schwierigsten Münzen bisher. Aber hier sind ja viele kleine Pisskinder, ne? Diese elektronische Kinder. Ah, geh da weg, du. Und dieser Hammer! Schneide ich raus. Oh, diese Kackbrüder, Alter. Du bist Hammer, wie du dich brüderst mit deinem Bruder. Nein. Nein. Brüderst du gesagt? Nein. Oh, das ist Stress. Es ist nicht schwer, es ist einfach nur dauert lange. Das nervt mich einfach. Unglaublich. Mensch, Meyers. Das nee. Ist gegen Meyers. Die kann auch nichts machen. Warte, chill. Jetzt nicht sterben. Okay. Aber da oben kann man da hochklettern? Oh, ja. Nee. Nee. 52. Okay. Jetzt, nicht, jetzt kann Scheiß bauen. Leute, schaffe ich das Level ohne sie, das, wo sie noch im Over ist? Ja oder nein? Ein Stick und ein Stern noch? Ja, da wünsche ich jetzt wieder voll. Hä? Okay. Oh, ein Ball? Ah, da war was. Wow. Ja, schmeißen wir weg. Wow. Sehr gut. War ah, ja, recht. Ja, ich erinnere mich. Ja, hier muss man schmeißen. Aber Sticker gibt's nicht. Ja. Das haben wir ja neu gelernt, dass es jetzt hier keine Sticker mehr gibt. Ja. Ich will trotzdem gucken, vielleicht gibt's doch einen Sticker. Oder gab's jetzt nicht doch nochmal einen Sticker neu in der Blumenwelt wieder? Wir werden es gleich sehen. Lull. Tschüss, sterb.
Sterb. Sterb, Alter. Okay. Schade. Kein Game Over. Ich finde es. Tonja! Sein Arm da weg. Gut, ich muss hier gleich ein Aberglaube geworden. Ich finde es einfach schön, dieses Spiel. Tonja. Ja. Ich finde mich schön. Ich finde dich einfach schön, du Spiel. Nein. Ich finde mich super. Und ich scheiße. So, wir werden es jetzt sehen gleich. 309. Ich dachte, jetzt kommen die Stempel wieder. Was war doch da? Die waren nicht weg für immer. Ja, wir hatten ja auch. Wir jucken mal. Nee. Nicht. Oh. Angenehm, Piranha-Pflanzen. Das war das, wo man eigentlich die Feuerblumen braucht. Wir machen erst Fassi-Level, da habe ich mich auf untere Null Bock. Und das wird auch schwer, aber. In der nicht nur Rohrbruch, auch mentaler Bruch wird das. Alter Schwede. Oh, mit diesem Wasser. Schneide ich aus. Nimm dir die Kacke hier. Hab ich sie dir extra hingegeben. Hab mich dir hingegeben. Yes! Stern, egal, scheiß drauf. Ups, nein, scheiß doch nicht drauf. Links, links, links. Ja, warte da einfach. Ich bin wieder da. Ich nehme mir eine Kacke. Ah, hier unten. Hey, warte mal, wie zerstört man die Blöcke? Was für Blöcke? Ja, hier. Hä? Wie zerstört man denn die Blöcke hier? Was für Blöcke sind denn da? Ja, Digga, die sind drei Blöcke da! Die grauen da. Hä? Mit einem großen Mann? Hä? Also, wahrscheinlich mit Statue, aber wie denn? Ich kann ja nicht auf die. Also zeitlich. Was? Was ist denn los mit denen? Was erwarten die denn jetzt? Da ist ja nichts, da ist keine Bombe, hier muss irgendwas sein. Oh, ein Stampfattacke hier. Vielleicht von oben. Wird eher nochmal nach oben. Nein, das ist ja Scrolling. Warum ist das schon hier machen? Aber ja. Wie? Hä? Das geht nicht! Ah, die Stacheln gehen einfach nicht. Okay, perfekt. Und hier noch so ein Riesen-Mario anscheinend. Alter, was wollen die von mir? Hier ist ein Puffblock. Habe. Ja, toll. Dicker. Puff. Kackwasser. Ja, toll. Also vielleicht war da auch nichts, aber das sah halt so danach aus. Ach, komm doch hoch. Geh hoch, geh hoch. Nee, du musst nach rechts. Stark. Ja, aber es muss ja wirklich ein Grün geben, wenn man die Katze hat. Vielleicht. Nee, vielleicht ist da einfach nichts. Das soll triggern, aber. Das sah so klar aus. Aber du musst immer weg von den Fassis, ne? Das ist wichtig. Jetzt durch mit mir. Ja! Egal, das ist doch offensichtlich, dass da was ist dahinter. Aber wie? Ich weiß es nicht. Doch, ich kacke gern. Aber hier muss man mit Stampfattacke arbeiten. Dann irgendwie. Guck mal, was ich gerade gemacht habe. Ja, dann nimm halt auch den Stern da. Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich oft Mond sag. Da rechts, da rechts, da rechts. Geh du hoch, geh du hoch. Da war ich schon, da ist nur noch mal eine Katze. Okay. Ja, geh du hoch. Komm. Ja, geh einfach. Scheiß drauf. Ich besiege Gurken. Ich kämpfe gegen Gurken. Familie. Schisch. Schasch. Okay, nur noch ein Stern, ne? Also vielleicht war da. Ja, da war gar nichts, weil es ist. Wir haben den mittleren, ne? Alter, was ein scheiß Troll, Alter. Da links, oder? Ah, okay. Chill. Ah. Geh links. Geh links, hol die da links. Ich geh hoch. Muss man das denn alleine schaffen, Junge? Alter. Sehr krass getaktet. Hol du das One-Up. Du hast keine Katze. Wir brauchen die Ups. Hol jetzt das One-Up! Okay, wo geht's lang? Ja. Ja, hätte sich dann ja auch gelohnt. Oh. Stabil. Nice, hör mal nicht. Ja, das war ja ultra troll. Das war ja der größte Troll, Alter. Das sah so offensichtlich aus. Junge, die Fussis, Alter. Ja, Digga, da lache ich gar nicht, wenn du einfach dumm. Die Fußbus.
Die Fussis. Die Fatzis. Fatzis. Wieso? Wieso? Ich bin Aberglaube geworden. Ich muss hier schon Aberglaube geworden. Die Fussis. Okay. Oh, nice. Oh, ich hab so Bock auf das Link rechts, aber wir machen hier. Aber hier, ich weiß es noch 100%, am Ende muss man die Fackel anzünden. Das war das. Das heißt, einer von uns, zu zweit ist natürlich leichter, aber einer von uns muss unbedingt, ja genau, unbedingt eine Feuerblume bis ganz am Ende halten. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn du meine Katze hättest und ich dann quasi, na egal. Ja, beide, halt du auch eine. Hier muss man immer alle Fackeln einfach anzünden, aber wichtig, aufpassen. Am Ende braucht mindestens einer noch eine. Und ich glaube, man bekommt auch nur am Anfang eine. Ist da nicht noch das, wo die so, so ein Block, wo so alle... Was? Antonia! Wo es so alles gibt? Oh, hier ist noch eine. Wo so random ja, ja. Rauskommt? Ja. Das kann sein. Wobei, ich glaube, der wurde hier entfernt. Ich weiß nicht. Ja, jetzt haben wir... Ja, also... Alleine weiß ich noch, war das... Du hast mich geschmissen! Das? Ja, Digga, dann rette dich doch. Du hast Peach, Alter. Oh, oh. Ja, genau. Also, Fackeln, ich glaube, ja, genau. Alle Sterne hab ich ja muss, gewusst, man, ne? muss man mit Fackeln... ja, ja. Als ob man umsonst die Fackeln zieht. So. Hier geht's einmal hoch auch. Es gibt zwei Wege. Die, okay. Die Frage ist... Willst du die nehmen, die Feuerblume, oder? Okay. Ob wir... Hoch oder unten? Und, ah, unten hier siehst du die Fackeln. Das sind so schwere Fackeln. Die muss man im Springen auslösen. Dann müssen wir wahrscheinlich. Oder müssen wir an beiden Wegen was anzünden? Weiß ich nicht, ob irgendwas ist. Wir gehen erstmal unten lang, komm. So, das wird jetzt sehr stressig, so zwei. Ich würde nicht rennen. Am besten hier drauf und dann zack. Und ganz lange warten. Aufpassen. Sehr vorsichtig spielen. Perfekt. Genau so. Ja, sehr vorsichtig war das von mir. Was mit den ganzen Kackpflanzen da killen. Digga, ich sehe aus wie ein Botaniker. Siehst du die? Ja, ich sehe die auch. Aber ich will erstmal die. Okay. Das ist sehr schwer. Okay, wir haben aber noch zwei in der Hinterhand. Wir dürfen jetzt nur nicht sterben. Ich wie warte auf das. Ich warte. Ja, indem man einfach dumm ist. Sie wäre Vollgeist. Ja, in die, kleinsten Ritzen. Ich glaube, da müsste packen. Oh, da ist sogar eine Pflanze drauf auf der Einfalle. Das muss ich erst killen. Geh nicht weiter, dann chill doch. Alles killen. Ich muss alles killen. Okay, nice. Ich weiß nicht, ob die hier auch zählt. Wahrscheinlich schon. Boah, Digga, die ist schwer. Die ist sehr hoch. Okay, nice, 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 nice. Habe ich ganz schlimme Erinnerungen. Das habe ich lange nicht geschafft. Weil ich dann immer irgendwie gestorben bin oder so. Oh, du Kacke hier, ja? Kacke. Ich habe noch eine dazu, ne? Geh weg, du Kackpflanze. Ich glaube, es sind, ja, vier noch. Das ist halt auch eine ultra lange Challenge. Das ist Wahnsinn. Du kannst mal aufhören, die ganze Zeit zu sterben. Du verschwendest hier unsere Leben. Bleib doch einfach mal stehen. So, bei dem Feuerding. Bleib einfach mal stehen. So, von hier, hier warten. Ja, beide warten, warten, bis die Pflanze weg ist. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice! Du hast es geschafft. Ja, richtig. Bom, bom, bom. Okay, jetzt fehlt nur noch ein Stern. Ich weiß nicht, ob der oben ist. Kann natürlich auch sein, dass man... Weil man muss den einen Run schaffen. Vielleicht hier die Fackeln? Aber oh, das ist doch hier schon zum Ziel. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind es aber auch noch die Fackeln. Ja. Ja. Nice. So, Weitsprung. Stark. Krass. Hatte ich sehr Angst vor dem Level, aber zweites ist echt machbar. Da hat man ja auch mehr Feuerblumen. Ja. Normal hätte man ja also nur zweimal die Chance gehabt. Wirklich hilfreich. Ja, sehr stark. Also muss ich mir mein Bestes aufschneiden. Von deinen krassen Sprüngen hier drin. Let's go. All, wall, all, pff,
All 100 deaths in this level from Antonina. So, oh, das wird nice, das wird sehr nice. Ja. Feuriger Bruder. Oh, wir sind, glaube ich, schon in der letzten... Nee, vorletzte Stage. Aber ich glaube, da, wo die Champions World auftaucht, die Plattform, die kommt auch nur, wenn man... Oder? Ich weiß nicht, wer da noch hinkommt. Ist ja kein Spoiler, also ist es danach vorbei, nach diesem Level. Okay. Da muss man aufpassen, weil die Zeit ist nicht ganz so viel. Und alle... Sehr gut, alle Uhren mitnehmen. Da war eine Uhr. Da war auch eine Uhr. Nehmen, egal, ob ich jetzt Schaden nehme. Top. Top-Kommunikation. Warte doch mal. Warte doch mal, 20 Sekunden. Ist hier vielleicht wieder was? Ja, da ist wieder was. Warte, warte. Warum auch immer ich da jetzt nicht hochgekommen bin. Kann das mal runtergehen, bitte? Kann das mal runtergehen? Vielleicht? Wäre ganz schön. Warte. Egal, egal, wir sterben. Egal! Dann machen wir es halt neu. Hauptsache, wir haben den Stern gespeichert. Ah, top. Da ist nur eine Uhr. Perfekt. Tschüss. Ja, wir haben den ersten Stern. Okay, das war toll. Top. Lustig. War Absicht. Echt lustig von den Wicklern. Die haben wahrscheinlich da beim Programm so. Mit Triggern die kleine. Oh, Digga, ich sehe doch nichts. Mann! Ja, Digga. Digga. Du tust, als hätten wir nur 30 Sekunden. Auch mich Digga zu nennen. Digga. Das regt viele Menschen auf, wenn ich Digga sage irgendwie, weil ich mir denke so, Digga. Oh. Warte. Ja. Du hast schon wieder das Level vergessen, Sterne. Ja. So. Das war, glaube ich, das Digga bei dem Original-Level. Geh runter da. Ich meine, bleib oben. Ja. Das ist nichts. Okay, komm runter. Komm runter. Okay. Hier. 20 Sekunden, hier die Uhr, dann haben wir es. Nice, wir haben es. Cool, hier rein. Top, wir haben alles. Hä, wie easy. Ja, wobei, ja, 2 Uhr, schon mal. Was ist das denn? Wie easy ist das? Ist es noch legal, wie gut ich bin? Alter, bin ich gut. Sag mal, Antonia? Also, die Spanne zwischen uns zwei vom Skill-Level ist ja grausam hoch. Oh, wie schlecht. Ich bin überrascht. So schlecht. Ja, halt die Kopfhörer. Ja, ich hatte mir nur ein Haar mit ins Ohr gefunden. Scheiß drauf, muss aushalten. So. Ich glaube, da kommt die Rakete. Also, wir können das spoilern, ihr kennt es ja. Da kommt dann die Rakete zu dieser goldenen Plattform, wo auch die Champions World ist, aber... Weiß nicht, ich glaube. Ja, ja. Okay, wir kommen also hier nicht weiter. Sieht man im Fahnenstangen-Symbol. Das heißt, das ist jetzt hier die letzte Stage. Das heißt, wahrscheinlich geht das Play wirklich, Leute. Also ernsthaft jetzt nur noch ein paar Folgen. 2, 3, 4, 5 Folgen. Geisterhaus oder. Ja, lieber Star Wars. Das ist zwar die Savanne in Anders. Ah, ich glaube, das ist die bei Nacht, ne? Ja, ich glaube, das ist die Savanne bei Nacht. Leute, in dieses Level. Schlimme Erinnerungen, weil in dieser Stage haben wir uns richtig abgefuckt. Oh ja, da war dieser Kakase. Und da haben wir die Folge abgebrochen, deswegen... Oh, das ist dieser Dreckshase, ich erinnere mich so an den, der ist richtig schwer zu fangen. Richtig schwer. Ich glaub, jetzt immer weiter, okay. Ja. Komm halt nicht mit, oder? Junge, warte doch einfach kurz, bleib doch stehen! So. Wir müssen den irgendwie einkreisen, so zwei dürfte das ja leichter sein. Okay, ich gehe ein bisschen rechts, falls er dann rechts abbiegt. Ja. Warum geht denn die Kamera zu dem, der langsamer ist? Das ist so eine Scheiße. Ach, ich geh weg. Tschüss. Wow. Cool. Das war richtig, richtig. Komm mit jetzt. Mann! Warum geht die Kamera immer zu dem Spast eigentlich? Warum geht die Kamera nicht zu einem coolen Typen? Wo ist der Kackhase? Ey, dieser Hase hat mich damals auch so getriggert, ne? Ah, da habe ich ihn fast... Oh, knapp. Man muss ihn wirklich irgendwie so umkreisen. Umrunden. Oh, dieser Hase, ne? Oh, ist das ein Weg. So knapp, du hättest ihn bekommen können. Oh, das ist scheiße, aber so zweit ist es easy. Ja. Aber allein ist das richtig kacke. Weil du kannst ihn ja nicht
Ich weiß nicht. Aber okay, das war der noch? Erste Stern. Ja, muss mal gucken. Da nicht rein, da nicht rein, da war nichts. Links. Nee, die Leute müssen grün leuchten. Hier den Bastard killen. Wichtig. Den auch. Uhr nehmen. Hier waren diese. Naja. Nee, mit Katze könnte ich hoch, aber. Habe ich nicht, aber ich hab's auch so. Eigentlich müsste man hier mit. Als Röhre kommt er raus, aber wir holen es einfach so. Perfekt. Und dann der letzte ist wahrscheinlich da oben. Hier sind diese zerstörbaren Plattformen, warum auch immer. Links. Komm mit E. Ah, hier wird mir rausgeschossen aus der anderen Röhre. Okay. Vielleicht da rechts. Ah, da ist ein Scheiß drauf. Ah, hier kommt man, glaube ich, da raus bei der Wolke. Wahrscheinlich. Ja. Na gut. Ja, egal. Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr normal zu holen ist. Komplett. Ja, und sonst einfach hoch. Dann müsste dann am Ende sein. Am Ende sind ja diese Drehplattform noch. Da ist er wahrscheinlich. Ey. Geh hoch. Was da? Ey. Nicht drücken, weil jetzt kommt, weil ich was getimt ist. Ich drück. Weil jetzt kommt vielleicht der Stern, wo man ihn auch so timen muss. Achtung. Nicht? Okay. Doch nicht. Also, da habe ich ein Trauma von Donkey Kong, weil das war. Oh, tot. Ei. Tot, okay, wir brauchen. Wir brauchen tot! Ja, ich hasse diese Stempel, die sind so scheiße. Aber das ist ja. Ach, du meinst die. Ja, diese Stempelsticker halt. Die. Nee, ach so, ein Sticker halt. Stempel. Nee, aber. Ja, dann halt von Stern anscheinend. Digga, halt einfach die Klappe! Also, wer nimmt Toad? Wahrscheinlich ich, weil du bist ja nicht fähig, den Charakter zu wechseln. Ja, aber dann sagen wir beide. Beide Toad, das geht leider schlecht. Okay, das war's vom Level. Wir sehen uns gleich zu dem scheiß Stempel-Button. Nicht Stempel, diesen. Diesen kleinen komischen Drückknopf bis gleich. Digga! Also mit Peach geht das eigentlich, ne? Ach du heilige Scheiße, bist du scheiße, ey. Digga. So. Wir sind da bei dem Stempeldrückknopf. Und da erscheint der. Oh, okay. Doch noch ein Challenge. Warte. Okay, bleib in der Mitte. Mach den Ultras schon. Hol ihn. Perfekt. Wir sehen uns bei der Map. Bis gleich. So. Das ist so hart. Ich guck mal, wie lange die Aufnahme ist. Rein ins Geister. Warte. So, wir sind gut vorangekommen in der Folge. Jetzt machen wir das Geisterhaus. Aber das war, glaube ich, das ultra schwere. Also ich kann mich auf jeden Fall noch. Ja, hin und her. Genau, das war das, wo man dann rückwärts zurück musste in dem Haus und so. Wo ich, ey. Ich glaube, das war das schlimmste Level für mich im Spiel. Ja, ja. Oh, Digga, ich hasse dieses Level. Wirklich, ich hasse es. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich weiß, dass irgendwas hier ganz schlimm war. Warte, gleich mal da oben bleiben. Ich nehme nicht die Feuerblume, nimm du die. Also für den Inventar. Weil ich brauche die Drehattacke von da oben. Also. Nee. Okay. Aber hier ist gar nicht das Schwere, die Sterne. Okay, nice. Sondern halt den Weg zum Ziel zu finden. Das war das Schwere in dem Level. Das weiß ich noch. Die Fahnenstangen waren da irgendwie. Auch die ganze Zeit fake, ja. Da in dem Bild. Die muss man mit allem rechnen und mit nichts. Das ist Scheiße. Ein One-Up. Okay, na gut, wir haben schon mal geschenkt. Aber das ist auch nicht so schwer. Nice. Ja, Digga. Die kleinen Kinder, Alter. Wer hat das entwickelt? Schau mal, wir haben schon einen übersehen. Wie? Ja, genau. Ja. Warte mal. Okay. Warte, 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 warte. Komm mit, komm mit, komm mit. Mit ihm. Toll. Da hinten. Siehst du, jetzt müssen wir zurück. Das ist so abgefuckt, dieser, wo es lang geht. Ach komm! Renn mir doch! Ich weiß halt nicht, wo es. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Nee, ich check gar nicht. Ja, geh da rein. Schnell, geh rein! Geh rein! Du Schwein! Nee, passt. Okay, das war der letzte Stern. Vielleicht kommen wir ja noch zu dem Spot, wo der erste ist. Ich weiß einfach nicht, wie das aufgebaut ist. Wo vorne und hinten ist hier. Ähnlich wie bei dir.
Oh! Das ist fake, oder? Oder richtig, weil die halt so schwer platziert ist, ne? Warte, ich gehe hin. Du bleibst oben, du bist oben. Geh weiter, weiter. Ja. Ich muss. Egal, wenn. So wie das da versteckt ist. Ha! War fake. War fake. Weil da die Leute sterben, dann lachen die. Warte, noch nicht weiter. Die Tür? Ja, denke ich mir auch gerade, aber. Geh mal weiter, geh mal weiter. Ja. Ich wohne da weg. Geh ich mal wieder hier. Da war es doch die Tür. Oder? No. Nee. Digga, als ob das richtig ist, weil, schau mal. Wenn du da hinspringst, es fake ist, ist es doch viel schlimmer für die Spieler. Was? Was sagst du? Wie bin ich durch die Tür gekommen? Hm, lustig. Ich weiß gerade nicht chronologisch, ob ich vorne oder hinten bin im Spiel, im Level, aber vielleicht kommt er jetzt, wenn wir Glück haben, der erste Stern. Das ist sehr schnell, ne? Boah, ist das schnell. Das ist viel zu schnell. Ich glaube, da kommt man gar nicht weiter, oder? Das sehe ich auch. Ich glaube, man kommt hier nicht weiter. Vielleicht doch die Box. Bleibt mir noch die Box. Ist 100%. Ich war noch nie so sicher bei irgendwas fake. Aber... dann ist halt die Frage, was dann? Okay, ich versuch's. Aber jetzt kommt halt das Ziel und bin trotzdem der Ersten. Warte, links, links. Boah, Antonin, denk doch einfach mal mit! Ist was gestorben? Warte, warte. Ich sag, warte. Ja, komm, wer die schon gedrückt hat. Nein! Das habe ich tausendmal davor gesagt. Das habe ich tausendmal davor gesagt. Weißt du, wie lange es dauert, bis ein Wort in meinem Gehirn ankommt? Das schneide ich hier rein und dann siehst du, dass ich das 100 Sekunden, bevor du es gemacht hast, gesagt habe. Okay, wir müssen am Anfang nochmal gucken. Ist nicht am Anfang links gleich was, oder? Ganz am Anfang wahrscheinlich. Oh, da hätten wir mehr drauf achten sollen. Ja, da war links, ja, scheiße. Safe. Ja, ja. Okay, aber immerhin geschafft. Ich weiß nicht, ob wir das dann nochmal so hinbekommen, aber... Ich war noch niemals in New York! Da kommt es mit der Rutsche. Da kommt es mit der Rutsche. Das ist... Oh ja! Ja! Oh geil. Okay, wir sehen uns zum ersten Stern. Ersten Stern. Der muss links sein. Ja. Oh, der hat man sogar gesehen, ey! Wie schlecht! Okay, fuck, jetzt müssen wir das. Was? Du hast dein Böhnchen verloren. Du verlierst gleich dein Leben, Alter, wenn du die Schnauze hältst. Okay, Leute. Die Schnauze halt verlegen. Nein, wenn du nicht die Schnauze, wenn du kackst. Keine Ahnung. Wir sehen uns gleich zum Levelende, wenn wir es nochmal schaffen. Dann würde ich sagen, ist sogar noch Zeit für das schönste Level im Spiel. Die Plattform, das wird auch für mich eine Challenge. Die wechselnden Rot-Blau-Plattformen. Es wird brutal. Ich werde hier meine Axt rausholen. Hör mal auf, da die Flaschen da. Ihr müsst wissen, hier liegen Flaschen rum, weil die immer ihre Pfandflaschen hier lässt. Okay, wir machen jetzt das Level. Ich hab so Bock drauf. Leute. Los geht's! Habe ich irgendeine Waffe hier, falls ich aggressiv werde? Nee, aber ich habe die Skillbrille. Hektik in der Wolkendisco. Hör auf jetzt da! So. Ist schon sehr schnell, ne? Ist schon sehr schnell. Also in Rosalina ist man natürlich sehr krass im Vorteil. Ich hätte das eigentlich in Mario machen müssen. Das ist jetzt der Punkt, wo ich nie geschafft habe. Also das war das letzte Level. Danach habe ich das letzte Level. Echt? Oh. Okay, wir sind jetzt am Level angekommen, wo Antonia nicht weiterkam damals. Cool. Das ist ja nice. Du wirst das erste Mal das sehen hier, wie ich das hier mache. So. Skill. Oh, Mario, ich wusste eigentlich, dass du da kommst. Ah. Okay, dann müssen wir es also eh nochmal machen. Ja, mit Tanuki ist natürlich krass, ne? Auch generell mit Rosalina, aber... Oh! Aber... Also es wäre halt wirklich eine Hardcore-Challenge, jetzt das ohne Tanuki und mit Mario zu machen, das wäre krass. Nee, das ist nicht gerade. Schlag dich. Okay. Ja, Digga, dann warte doch auf mich, wenn du eh stirbst. Wir gehen eh Game Over.
müssen eh mal. Oh, Schwindelattacke. Über weg da. So, ist jetzt Game Over, Leute. Jetzt können wir es schaffen, Antonia. Komm jetzt zu. Komm jetzt zu, wie Chris das macht. Der Stern ist schwer. Pi! Pi? Mann, warum ist denn der nicht gekackt? Okay, also muss ich jetzt Marke nehmen, Leute. Boah, das wird sehr schwer. Ey, vielleicht, also kann sein, Leute, dass wir es in der Folge nicht mehr schaffen und dann quasi in der nächsten Folge weitermachen. Aber vielleicht können wir es doch schaffen. Selbst mit Tanuki ist das schwer. Und ernsthaft? Ernsthaft? Was? Was sind das für Bastarde? Der war einfach eine Münzschnur. Das ist ein Troll. Dass das gibt? Dass es das gibt? Krass. Dein Ernst? Ja? Ich hab gar nicht. Das war einfach eine Münzen, waren das. Krass. So, ich will sehen, wie du das hier ohne Tanuki schaffst. Sehr gut. Wie wär's, hier ist noch Tanuki hier. Wenn du mich darüber gehen lässt. Ja. Wohin? Ey! Bin ich da safe? Darfst du von so was verbreiten? Und du hast einen Stern. Oder. Ich weiß nicht, was du laberst. Lass mich in Ruhe einfach. Ah, ich bin gesprungen, aber er macht's nicht. Achtung, da kommen die Knochen drauf. Ja, ey. Wie lethargisch kann man sein, Alter? Ich sag's noch. Ah. Halt, bis ich wieder da bin. Nein! Ich bin nicht so schlecht wie du. Ich bleib nicht einfach stehen, lass mich von Knochen trocken treffen. Wie soll ich das jetzt ohne Tanuki schaffen? Alter! Diese Knochen. Hey, ist das möglich? Okay, nice. Geh weiter, geh weiter. Schwebst, schwebst. Nice. Und dann die erste Stage schon. Brutal. Brutal, brutal. Über die Rutsche. Ja, das ist ja noch relativ einfach. Das weiß mir, wie es geht, aber. Puh! Ja, hier Tanuki wieder. Nee, oben. Du musst den. Wollen mich verarschen? Nein. Ich kann das nicht unten. Boah, fucking hell! Oh Gott! So was ähnliches gab es auch in der Champions Road. Auch ähnlich schnell. Digga, ich weiß echt nicht, wo ich jetzt anfangen soll, ne? Weil da kommt auch noch dieses Drehding. Oh, Digga. Oh, Digga, Digga, Digga. Wie? Warte, jetzt warte ich, bis eine Rolle weg ist. Nach der Rolle, jetzt Achtung. Zack. Kann es nicht! Okay, jetzt musst du kommen. Setz dich in die Blase, setz dich in die Blase. Okay, lass raus. Wir schaffen das nicht. Das geht nicht zu zweit. Knapp! Holy shit! Ey, wir haben die Fahnenstange, wir dürfen jetzt nicht. Oh, zwei Leben, wir dürfen nicht im Over gehen. Bleib da oben, weil da unten ist der Stern. Da ist nichts! Da ist nichts! Da ist nichts! Ja, scheiße, dann wird gleich Podium! Geh hoch da, hol die Münzen. Nimm dir alle Münzen. Nimm sie. Wir haben fast alle Sterne. Oh, brutales Level. Ich weiß jetzt nicht, ob hier am. Oh, scheiß Felsgänger. Ob hier jetzt noch was ist oder ob ich hier Weitsprung machen kann. Ich mache so einen Weitsprung. Müsste gehen. Ja. Da war nichts. Okay, nice. Jetzt kommt noch die Rutsche. Und noch ein Stern hier oben wahrscheinlich. Nur noch fast Zeit. Dicker, wo ist der letzte Stern? Ah, ich glaube, der ist auf der Rutsche, wo man springen muss wahrscheinlich. Okay. Warte, warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erstmal ausrichten. Gechillt. Nächste blaue, nächste blaue. Ja, mit Tanuki ist natürlich krass, ne? Ja, du kannst einfach so schweben. Mit Tanuki ist das easy. Aber jetzt der Wechsel wird schwer. Okay. Ja, wiederkommen. Skur! Skar! Ja, ist schon stressig. Oh, was ein Stern. Boah! Uiuiui! Uiuiui! Antonia! Ich bin ja ein krankes Stück Alter. Wenn ich jetzt sterbe, ist alles nicht gespeichert. Game over. Ich darf jetzt nicht sterben, Antonia. Soll ich runterspringen? Antonia? Okay, jetzt kurz. Oh, Digga, was mache ich hier jetzt? Komme ich da hoch von hier? Auf die sichere. Warum?
diese Knochen. 20 Sekunden. Skill Mode. Skill Mode. Sauerstoffmaske, Sauerstoffmaske. Ich brauche einen Arzt. Ja, und ich hab das Level. Oh, Digga, mit Stampfattacke. Intuitiv, intuitiv. Das war nicht. Das war nicht geplant, die Stampfattacke. Das war, glaube ich, sogar aus Versehen irgendwie verdrückt. Wenn ich da gestorben wäre, Alter. Adrenalin pur, das ist krass als jede Achterbahn. Alter, das war's von dieser kranken Folge. Jetzt am Ende richtig heftig, Alter. Jetzt kommen die Hardcore. Jetzt kommt der hardcore Scheiß. Wahrscheinlich sind es noch 2-3 Folgen. Je nachdem, wie schwer. Wir sehen uns zur nächsten Folge und dann ist das Projekt bald zu Ende. Bis dann und ciao. Oh.